Anfang der 90er Jahre spielte auf den Center Courts der Welt einer groß auf, Pete Sampras. Das Gestüt Ittlingen hat in diesem Jahr im Derby einen Starter mit gleichem Namen. Und ebenso Anfang der 90er Jahre setzte das Gestüt Ittlingen mit einem Derby Doppelmaßstäbe. Lando an der Außenseite kommt, aber Monsoon vorne. Monsoon ist vorne vor Comtour, und außen kommt Lando. Monsoon und Lando. Lando an der Außenseite. Lando kommt. Lando, Monsoon. Monsoon, Lando. Lando, Lando, Lando. Lando gewinnt. Lando gewinnt. Milan J. Tilitzki vor Monsoon. La Roche mit Steven Eccles. La Roche vor Overbury. La Roche vor Overbury. La Roche Overbury. La Roche, La Roche. Stevie. La Roche Overbury. Steven Eccles. La Roche gewinnt vor Overbury. Sampras hat im vergangenen Jahr bei seinem Rennbahndebüt überlegen gewonnen. Sampras kommt jetzt in Fahrt, wird jetzt eingesetzt und Quello versucht es ebenfalls, aber Auenzer, er wirkt noch frisch an der Spitze. Dahinter hat jetzt Sampras seinen Aufschlag und rückt an der Außenseite nach. Sampras wird immer stärker. Sampras, der rauscht vorbei. Sampras an der Außenseite. Spiel, Satz und Sieg heißt es für Sampras beim Debüt. Dahinter dann Kampf, Elegant Maximus im Kampf noch für den zweiten Platz, der wird's eng. In diesem Jahr brachte Sampras sein vierter Platz im Mehl-Mühlens-Rennen mit einem kurzen Kopf hinter Best of Lips eine Marke von 92,5 Kilo ein. Kurioserweise reicht dies nun für die Startnummer 1 im Derby. Obwohl Sampras in dieser Saison noch sieglos ist und sein Stehvermögen noch nicht unter Beweis gestellt hat. Nachdem Sampras die Kölner Union wegen zu festen Bodens ausgelassen hatte, belegte er im Derby-Trial in Hannover einen enttäuschenden 12. Platz, den sich in seinem Team niemand erklären konnte. Gerüchten, Sampras sei lahm aus dem Rennen gekommen, widersprach sein Trainer Markus Klug. Sampras' Chancen im Derby sind mit einem großen Fragezeichen versehen. Der Wettanbieter Pferdewetten.de bot am Montag dementsprechend einen Kurs von 400:10 auf Sampras an. Bei RaceBets sind es sogar 500:10. Doch für den, der an den Ittlinger glaubt, sind das interessante Optionen.